tippizimpel am Anfang. Ja, ich betone es noch einmal, weil viele Anfänger zu mir kommen und komplizierte Konstrukte haben mit irgendwelchen Sanierungen oder zumindest Renovierungen. Keep it simple am Anfang. Also beginne bitte nicht mit Gewerbeimmobilien. Ich weiß, dass das schön ist, schöne Gewerbeimmobilien zu haben. Ich habe die auch selbst, aber nicht für den Start. Einfache Wohnungen, am besten Dinge, die du nicht großartig renovieren musst. Und dann wird es auch mit der Finanzierung von Bankenseite am einfachsten. Ich kann dir nur sagen, egal was dir die Bank sagt, auch wenn die Bank sagt am Anfang, du brauchst deine 20, deine 30% Eigenkapital. Ich habe es immer wieder geschafft, auch für Kunden von mir, die Anfänger sind, Finanzierungen zu bekommen, wenn die Gesamtbonität stimmt, wo 100 oder 110%, also sprich inklusive Nebenkosten, finanziert wurden. Das funktioniert nicht überall, das funktioniert nicht in jeder der deutschen Städte, aber das funktioniert durchaus an einigen Standorten mit einigen Banken sehr, sehr gut. Speziell, wenn das Wohnungen sind, wo jemand drinnen wohnt, der bereits von der Bank geprüft wurde und auf der anderen Seite schon die Bonität auch des Mieters positiv beurteilt wird und der auch schon länger in der Wohnung drinnen wohnt. Wie das im Detail geht und wie man an solche Objekte rankommt, auch das werde ich in einem gesonderten Video beschreiben, das du dann auf meiner Webseite www.paulmieser.com in meinem Blog findest. Jetzt nochmal zurück zu den Anfängertipps. Also du hast jetzt eine positive Vermögensaufstellung, du weißt, dass du ein gewisses Grundeinkommen brauchst, du hast also deine über 2000 Euro netto zur Verfügung. Du hast auch noch freien Spielraum, wenn du jetzt alles anführst, was du an Ausgaben monatlich hast, sprich Versicherungen etc. 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 alles schon berücksichtigt. Du hast keine extrem hohen Konsumkredite. Das ist immer bei dieser Summe ganz, ganz wichtig. Also das heißt, nicht irgendwelche Fernseher gekauft auf Pump oder irgendwelche großartigen Reisen in die Karibik gebucht auf Pump. Das wäre also auch eine wichtige Voraussetzung. Und du weißt, Nummer 4, dass die Schufa-Auskunft im Prinzip ganz gut aussieht. Dann hast du schon relativ viel gut gemacht. Und jetzt ist die Frage, wie investiere ich die erste Wohnung? Ich sage ja immer allen, bitte schaut, dass ihr so schnell wie möglich in die Rolle des Investors schlüpft. Aber ich sage jetzt mal, bei der ersten Wohnung kann man durchaus auch eine Ausnahme machen. Wenn du beispielsweise die Wohnung, wo du drinnen wohnst, gerne finanzieren möchtest, das setzt aber voraus, dass wenn du in 2 oder 3 Jahren ausziehst dort, die an einem guten Platz liegt, wo ausreichend Arbeitsplätze zur Verfügung sind oder wo die Menschen gerne Urlaub machen. Also wenn eines dieser beiden Kriterien erfüllt ist und diese Arbeit nicht von einem einzigen Arbeitgeber abhängig ist, dann kann man darüber nachdenken, diese Immobilie zu finanzieren und später dann nach 2, 3 Jahren, wenn man ausgezogen ist, sozusagen dort zu vermieten. In diesem Fall kannst du sozusagen einen Trick benutzen. Das heißt, du bist dann sozusagen als Wohnungseigentümer, der selbst die Wohnung bewohnt, derjenige, der die Finanzierung wahrscheinlich eine Spur leichter von der Bank bekommt, weil du der Bank ja vorrechnen kannst, du musst bis jetzt eine gewisse Miete bezahlen, diese Miete sparst du dir dann und hast eben dann die Rückzahlung der Bank und irgendwann einmal, das versteht auch der Banker, hast du damit Eigenkapital aufgebaut. Das wäre also ein Trick, den man beim allerersten Objekt benutzen kann und beim allerersten Objekt, sage ich auch, ist es kein Problem, wenn du es als Privatperson machst, wenn du selber es vielleicht eine Zeit lang benutzen willst. Du kannst logischerweise, wenn das Projekt finanziert ist, natürlich ohne weiteres nach 2 oder 3 Jahren rausgehen und diese Wohnung vermieten. Der Vorteil, wenn du selber nutzt, du hast andere Spekulationsfristen, du hast in der selbstbenutzten Immobilie eben nicht diese 10-Jahres-Frist, sondern je nach Region, wo du jetzt zu Hause bist. Wir haben ja Zuschauer aus unterschiedlichen Ländern hier auch dabei. Aber wenn ich jetzt sage Dachraum auf der einen Seite, Mallorca auf der anderen Seite, dann hast du in den meisten Fällen hier eine 3-jährige Spekulationsfrist. Informiere dich aber gegebenenfalls bitte auch nochmal bei deinem Steuerberater, wie es in deiner Region aktuell jetzt der Fall ist, weil es könnte ja auch sein, dass du dieses Video erst in einigen Jahren siehst und die Situation sich vielleicht verändert hat. Aber grundsätzlich bei Eigennutzung immer eine bessere Stellung durch das Finanzamt. Ja, langfristig empfehle ich dir das nicht. Langfristig empfehle ich dir, dass du sehr, sehr schnell dann beginnst, als klassischer Investor zu investieren. Was damit aber verbunden ist, das erzähle ich dir in einem anderen Video. So, jetzt interessiert dich vielleicht noch zum Schluss, wie ich selbst begonnen habe. Also ich habe selbst auch ganz einfach, ganz simpel begonnen. Keine komplizierten Geschichten. Kleine
Mini-Wohnungen, die leicht vermietbar sind. Also sprich jetzt mal, meine erste Wohnung war so in der Größenordnung von 65 Quadratmeter und meine erste Gewerbeimmobilie, die hatte schon ein paar hundert, aber nicht ein paar tausend Quadratmeter. Das war also ein nettes Gebäude für Lagerfläche und Büro, aber wie gesagt, sehr einfach gehalten auch am Ende des Tages. Und ja, ich kann dir ja vielleicht mal hier ein Bild zeigen, damit du siehst, was ich genau meine. Also du siehst ein sehr einfach gehaltenes Objekt. Ja, und das habe ich gekauft bei einer Bank damals. Der Vorgänger hat wirtschaftliche Schwierigkeiten gehabt. Das heißt, die Bank hat das frisch hereinbekommen. Das Objekt war noch off-market und ich habe das dann relativ günstig finanzieren können. Und ja, ich habe es tatsächlich auch geschafft, es kaum oder mit ganz, ganz wenig Eigenkapital nur zu finanzieren. Also es waren damals in der Größenordnung von 10% und das war schon für die Gewerbeimmobilie damals sehr, sehr gut. Ja, wenn es für dich interessant ist, dann zu erfahren, auf welche Feinheiten es wirklich ankommt, wenn du im großen Stil investieren möchtest, dann verweise ich dich jetzt auf einige andere Videos, wo du sozusagen weiteren Content bekommst zum Thema Investieren als Immobilieninvestor. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen hast, wie immer, dann stell sie mir bitte in den Kommentaren und ich werde ganz gezielt einerseits auf diese Fragen in den Kommentaren eingehen und wenn es spannende Punkte sind, die ich bisher in meinen Videos noch nicht berücksichtigt habe, dann werde ich extra für dich sogar ein Video produzieren. Ja, und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal und wenn er dir gefallen hat, empfehle ihn vielen deiner Freunde, Bekannten und Geschäftspartner. Bis bald, tschüss, ciao und servus.